Ja, ich hätte vielleicht diese Unterlagen behalten sollen und sie nicht dem Zwerg auf Tikawara geben sollen. Also, mit wem muss ich hier nochmal reden? Handelsbedingungen. Kehrt zum Hauptquartier der Balearischen Handelsgesellschaft am Ankerplatz zurück. Hier bin ich ja. Kojen der Wachen, Wohnstube, Treppe. Dann werde ich wahrscheinlich zum Gouverneur müssen. Die Wache liegt dir zur Welcome höflichen back. Grüße. Governor Alvari will see you. Willkommen zurück, Gouverneurin Alvari wird dich empfangen. You're back. I hope you had a pleasant voyage. Ah, gut, du bist zurück. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise. Alvari sieht von ihren Papieren auf und widmet dir ihre volle Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall eine sehr seltsame Reise. Before you get too far on the way, I think you ought to come with me. Director Castol will want to hear from you in person. Ah, bevor du weiterredest, solltest du besser mit mir kommen. Direktor Castol wird die Nachrichten persönlich von dir hören wollen. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich hochgebracht. Zum Direktor, der endlich mal da ist. Oder da zu sein scheint. Die Propere, gelehrte Erscheinung des Mannes, der sich erhebt und dich grüßt, wird durch die dünnrandige Brille, die er sich die Nase hochschiebt, noch betont. Er faltet die Hände und lächelt dich ihm so höflich wie erleichtert an. Alvari tells me you were kind enough to look into this business on Pococahara for us. I hope you bring good news. Alvari sagt mir, du warst so freundlich, dich um unsere Angelegenheiten in Pococahara zu bringen, zu kümmern. Ich hoffe, du bringst gute Nachrichten. Nur wenn der Verlust eurer Leute und der Adrasäule gute Nachrichten für dich sind. Ich habe diese Adrasäule gefunden, leider wurde sie zerstört. Wie bedauerlich, ich hatte gehofft, dem Rat frohe Kunde überbringen zu können. Und die Leute, Beza und die anderen, sie sind in den Ruinen von Pococahara gestorben, sie waren den Verteidigungsanlagen nicht gewachsen. How very fortunate that you lived to tell their tale. Was für ein trauriges Ende dieser engagierten Person und was für ein außerordentliches Glück, dass du überlebt hast, um davon zu berichten. I believe I can take things from here, Alvari. Agrasima. The Watcher and I have more business to discuss. Also noch möchten sie mit mir reden. Ich denke, ich kann ab hier übernehmen, Alvari. Agrasima, also so viel wie danke. Der Wächter und ich haben noch mehr zu besprechen. Oh, and do pay the man for his trouble first. Oh, und bezahl den Mann für seine Mühen. Alvari überreicht ihm wortlos einen Goldbeutel. Sie verbeugt sich steif und geht davon. Gut, also noch sind wir nicht aus dem Spiel raus. Ich denke, dass die Informationen waren gerade mehr wert als der Adra. I thought it best I speak with you face to face. Watchers are not so numerous here in the Deadfire. Especially those of such storied backgrounds as yourself. Ich dachte, es wäre am besten, wenn wir persönlich sprechen. Wächter sind selten hier im Todesfeuer, besonders jene mit einer solch illustren Geschichte wie deiner. What was that group? The dozens? Ach, some interesting exploits there. Was war das gleich für eine Gruppe? Die Dutzenden? Das ist jetzt Geschichte aus Trutzbucht, wo ich mich aus Versehen den Dutzenden angeschlossen habe, anstatt den Schmelztiegelrittern. Oh ja, das waren sehr interessante Abenteuer, die ich dort erlebt habe. And I think that we are each of us in a position to offer each other something that we cannot find elsewhere. Und ich denke, wir beide sind nun in einer Position, wo wir uns gegenseitig etwas bieten können, das wir woanders nicht finden. The Valian Trading Company has had a presence on this island for nearly a century now. We have the greatest fleet on the seas. The support of the richest men and women in the world.
Ja, weil ich glaube, die Todesfeuergesellschaft ist noch nicht so groß. Aber normalerweise sollten die, nicht die Huana, die Raotai, eine größere Flotte haben. Denn die sind ja so seebewandert. Aber ja, was er gerade gesagt hat, die Valianische Handelsgesellschaft hat bereits seit beinahe einem Jahrhundert eine Niederlassung auf dieser Insel. Wir haben die größte Flotte, die Unterstützung der reichsten Männer und Frauen der Welt. Gut, die wahrscheinlich wird auch Edir in die Handelsgesellschaft investieren. Jedenfalls das, was von dem großen Imperium noch übrig ist. Und ja, im Dürrwald gibt es ja auch eine Niederlassung der Valianischen Handelsgesellschaft. Sogar in den Zwillingsulmen sind sie jetzt verankert. Also denke ich mal auch, dass sie in Reservis und auch noch in anderen Ländern tätig sind. Also sehr einflussreich im Gegensatz zu den Raotai. What can the Royal Deadfire Company offer? A soldier's wages, so that you can elevate the fortunes of a distant king? Was kann die königliche Todesfeuergesellschaft schon bieten? Den Sold eines Soldaten, damit du das Vermögen eines weit entfernten Königs mehren kannst? And the queen? A place in the Kahanga tribe, among all the rest of these neglected people. You've lived outside the caste system all these years. Are you eager to return to it? Und die Königin, ein Platz im Kahanga-Stamm, zusammen mit dem ganzen Rest der Vernachlässigten? Du hast all diese Jahre außerhalb des Kastensystems gelebt. Möchtest du wirklich darin zurück? Ich war noch nie darin. I can give you money, fame, certainly. But the men and women of the company, we set our aims high. Ich kann dir Geld geben, Ruhm natürlich, aber wir Männer und Frauen von der Gesellschaft, wir setzen uns höhere Ziele. And if I only wanted to offer you work as an Adra Inspector, I would have let Alvari deal with you. Und wenn ich dir nur Arbeit als Adra-Inspektor anbieten wollte, hätte das auch Alvari erledigen können. Ja, was willst du dann also von mir? Ich bin der Herold von Berat, solche Aufgaben sind beinahe nicht würdig. Ist deine Gesellschaft nicht hinter dem Adra her? Ich bin nicht auf der Suche nach einem Job. Also, was willst du von mir? The Valian Trading Company has maintained an outpost here in Nekataka for nearly a century now. It was only 2 years ago that we discovered the effects of Luminous Adra with the aid of our Animancers and several Watchers. Die Valianische Handelsgesellschaft hat nun bereits seit fast einem Jahrhundert einen Außenposten hier in Nekataka. Noch erst vor 2 Jahren haben wir die Wirkungen von leuchtendem Adra entdeckt, mit Hilfe unserer Beseeler und einiger Wächter. Flaune Alet has continued to study the potential of Luminous Adra in all manner of advances. Why content ourselves to sell all this Adra as a luxury, when we might use it to change the world? Florn Elet hat das Potenzial des leuchtenden Adra in allen möglichen Bereichen weiter studiert. Warum sollten wir uns damit zufrieden geben, diesen Adra als Luxusgut zu verkaufen, wenn wir damit die Welt verändern könnten? But of course you understand all of this. Elet sent word of your involvement in her latest experiment. Aber du verstehst das natürlich. Elet hat mir von deiner Beteiligung an ihrem letzten Experiment berichtet. A very dramatic first attempt, I hear. Though, Alette has a tendency to gloss over details, but I want to hear it from you. How did it go? Ein sehr dramatischer erster Versuch, wie ich hörte, obwohl Alette in der Regel nur sehr vage ist, was die Details betrifft. Aber ich will es von dir hören. Wie ist es gelaufen? Meine Seele wurde ins Jenseits geschickt, in eines der Reiche Rümmergans. Es ist nicht so gelaufen, wie wir es gedacht hatten. Zwar wurde meine Seele transportiert, aber nicht mein Körper. Solltest du Rübergang hier im Besuch abstatten wollen, weißt du nur, an wen du dich wenden kannst. Alles lief schief, wie immer. Zumindest bin ich noch am Leben. Deine ach so tolle Beseelerin ist eine Idiotin. Ich wäre beinahe getötet worden. Nehmen wir mal wirklich die You'll put the priest into a frenzy with talk like that. Communion with the gods is their business. Mit solchem Gerede wirst du die Priester in Aufruhr versetzen. Der Verkehr mit den Göttern ist deren Domäne. Trotz seines bis unbekümmerten Tonfalls betrachtet dich Castor mit trübem Bedauern. A near-death experience does little to recommend Alette's efforts. I am glad you are in one piece, Watcher. Ist nicht so, als ob das nicht die erste Nahtoderfahrung ist, die wir hatten. Ja, die fünfte? Nein, ernsthaft. Ich meine, das ganze Spiel hat mit einer Nahtoderfahrung angefangen, nachdem uns Eotas die Seele geraubt hat und unsere Festung kaputt gemacht hat. Dann hatten wir ziemlich am Anfang vom ersten Teil die Nahtoderfahrung, als wir zum Wächter wurden und so weiter.
Ja, eine Nachtoderfahrung spricht nicht gerade für Alets Bemühungen. Ich bin froh, dass du noch heil bist, Wächter. We are in the early days of Alets research. Flawed as this outing was, there is promise there. Wir stehen erst am Anfang von Alets Forschung. Auch wenn dies hier ein Fehlschlag war, sehe ich das Potenzial. This is only the start, you know. The very dawn of a new age of discovery. But just imagine. Das ist erst der Anfang, weißt du? Der Amurai ist neuen Zeitalters der Entdeckung. Stell dir doch nur mal vor. Castor speist seine Hände, die Augen hinter seiner Brille leuchten fiebrig vor Enthusiasmus. Imagine if we could transport goods and people more quickly than any vessel or horse. Cure every kind of ailment. Perhaps cure disease altogether. We'll extend our lifespans by decades. Maybe even centuries one day. Stell dir vor, wir könnten Waren und Personen schneller als jedes Gefährt oder Pferd transportieren. Jedes Leid heilen, vielleicht sogar Krankheiten überhaupt ausrotten. Wir könnten unsere Leben über Jahrzehnte verlängern und eines Tages womöglich sogar um Jahrhunderte. This has all been the work of a single outpost. I want there to be a dozen outposts, 100 Animancers working together to better our lives. All dies war das Werk eines einzigen Außenpostes. Ich will, dass es ein Dutzend Außenposten gibt. 100. Beseele die Zusammenarbeiten, um unser Leben zu verbessern. Look at what we have left behind. Old Velia is a battlefield at constant war with itself. But the Republics have risen from that past. We can rise farther still. Sieh dir an, was wir zurückgelassen haben. Alt Vailia. Lesen wir nochmal. Obwohl, ich lese das gleich vor. Alt Vailia ist ein Schlachtfeld dauerhaft im Krieg mit sich selbst, aber die Republiken sind aus dieser Vergangenheit auferstanden und wir können auch immer höher hinaus. Also was war nochmal mit Alt Vailia? Groß Vailia war einst ein weit verbreitetes Imperium mit einer reichen Kultur, dessen Kolonien sich weit südlich und nördlich von Irglanfad erstreckten. Also ja, Irglanfad ist im Dürrwald teilweise. Aufgrund von Problemen bei den iterianischen Expansionsbestrebungen des Imperiums, verbunden mit einem rasanten wirtschaftlichen Niedergang, spalteten sich die valianischen Kolonien 2641 AI als valianische Republiken, eine Föderation verbündeter Stadtstaaten, vom Imperium ab. Im Verlauf des nächsten Jahrhunderts erfolgte der Niedergang von Groß-Vailia zu Alt-Vailia, als mehr und mehr Adlige samt ihrem Gefolge aus dem Imperium flohen. Etliche von ihnen wanderten in das Todesfeuer aus. Ursprünglich versuchten sie, ihren Lebensunterhalt mit Handelsschiffen zu verdienen. Bald jedoch wurden die Einwanderer zu Piraten, da ihre Handelsrouten zum Erliegen kamen oder von aufstrebenden valianischen und raotanischen Kolonien übernommen wurden. Jo. Das sind dann die Prinzipi. Ah ja, Alt-Vailia, also das valianische Imperium, scheint noch zu existieren, mehr oder weniger, aber scheint mehr zu leiden als in dir. And in doing so, we will raise all of Eora with us. Und dabei werden wir ganz Eora mit uns erheben. Hochtrabende Ziele, Castor, wenn deine Meister es erlauben. Und wenn ihnen die Welt so gefällt, wie sie ist, nehmen wir mal hochtrabende Ziele. Yes. But achievable, I think. I may not live to see it, but I will see the groundwork done. Ja, aber erreichbar, denke ich. Ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, aber ich werde das Fundament dafür schaffen. But I've said enough. Too much, I think. There will be more experiments to come. Aber ich habe genug gesagt. Zu viel, denke ich. Es werden weitere Experimente folgen. Until then, I have a more grounded task I need assistance with. Nothing that should put your spirit in any danger. Bis dahin habe ich eine handfestere Aufgabe, bei der ich deine Hilfe brauche. Nichts, das deinen Geist in Gefahr bringen sollte. Nekataka sees its share of smuggling. I doubt that would surprise anyone. But we've learned of our particular exchange that will have more dire effects than a few spoiled Hawana peasants. Oh, wieder Schmuggel. In Nekataka wird geschmuggelt, das überrascht wohl niemanden. Wir haben jedoch von einer ganz besonderen Transaktion Wind bekommen, die schlimmere Folgen haben könnte als beim Piper den Tisch gezogene Huana bauen. There is a Royal Deadfire Company official by the name of Quarno, who has been meeting in secret with one of the Principi. I do not believe he works with the approval of his masters. Es gibt einen Vertreter der königlichen Todesfolgegesellschaft namens Quarno, der sich im Geheimen mit einem der Prinzipi trifft. Ich glaube nicht, dass dies mit Zustimmung seines Meisters tut. He meets with a Captain Tola, a known pirate and smuggler.
I hope I don't have to tell you that an alliance between a crooked royal official and the Principe is not the kind of trouble any of us need. Er trifft sich mit einem gewissen Kapitän Töler oder Teola, einem bekannten Piraten und Schmuggler. Ich muss hier extra erwähnen, dass eine Allianz zwischen einem korrupten königlichen Vertreter und dem Principe die Art von Erker ist, die wir gerade nicht gebrauchen können. I have a woman, Britza, waiting in the luminous bathhouse in Periki's overlook. The smugglers do business there, and she has kept an eye on things. I promise to send assistance. Find her, and she will tell you what she knows.